VW-Bus Camper von 1972, also ein T2AB, der Zwitter, mit den runden Stoßstangen, Blinker vorne unten, aber hinten schon die großen Rücklichter. Hier kommt sogar noch die original hellblaue Farbe raus. Traumhafter Boden, sehr gute Front. Rahmen, da haben sie unmotivierten Kabel verlegt von der Tröte, die einer hier hingebaut hat. Auch hier Dockleck und so weiter, alles traumhafter Zustand. Ein bisschen Flugrost und das war's. Auch das Frontblech, nichts angedengelt, kerzengerade. Bremskraftverstärker, die Unterzüge, Boden, hier sieht man auch wieder den Erstlack. Unterzüge, Boden, alles original, ungeschweißt, mittig, auf der rechten Seite genauso. Selten einen so gut erhaltenen T2 gefunden. Hier ist er mal aufgesessen. Darunter sieht man den Batterieboden, nicht mal der ist verrostet. Oder die Innenradläufe hinten. An den Schwellen sind noch die Original-Schweißpunkte ersichtlich. Die Führung für die Schiebetür, traumhaft, etwas schmutzig, aber keinerlei Rost. Hier sind noch alle Sicken vorhanden an der Wagenheberaufnahme und es blüht auch nichts. Hier sieht man, dass sein Camper seit 1972 ist. Noch ein kurzer Blick ins Rathaus. Rathaus auch sehr gut. Der einzigste durch Rostungen sind hier und hier. Keine weiteren Stellen gefunden. Vermutlich war hier mal eine zweite Batterie eingebaut. Hier kommt auch wieder noch die Originalfarbe. Oh, sieht auch noch recht gut aus. Die Kanten schön rostfrei. Der Boden, da ist auch das ganze Kabelgelumpe, wo man von unten gesehen hat, für die zweite Batterie. Das ist ein CB-Motor mit neuwertigen Vergasern, Ansaugrohren und so weiter. Auch da hinten überall noch der Erstlack. War original hellblau, dann mal ein komisches Metallicrot und jetzt ist er ja grundiert.